Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tele Football zum nächsten Stadionvlog. Die Länderspielpause ist endlich rum und somit heißt das für mich natürlich auch wieder Zweitliga-Fußball auf Tele Football. Heute geht es für mich in das nächste Stadion und wir fahren zum Topspiel der Woche in der zweiten Bundesliga. Fortuna Düsseldorf empfängt uns Schalker und wir sind gefordert im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga. Nach der Pleite zuvor gegen Elversberg nun wieder Punkte zu holen. Wir brauchen die dringend, treffen aber auf einen sehr guten Gegner mit der Fortuna und ich freue mich extrem auf dieses Spiel. Ich bin gerade noch, wie ihr sehen könnt, im verschneiten Sauerland und jetzt geht's langsam los Richtung Düsseldorf. Wir sind angekommen in Düsseldorf um 19.04 Uhr. Also das sollte schon mal ein ganz gutes Signal sein. Hier auf dem Parkplatz sind unglaublich viele Schalker. Sprich, wir haben jetzt gute 1,5 Stunden, 1,25 Stunden vor Anpfiff. Sollte hoffentlich relativ entspannt ablaufen. Jetzt mit noch Getränken holen, Essen holen und dann Richtung Platz. Denn wir haben richtig coole Plätze heute. Das könnten geile Aufnahmen werden. Wie immer hier in Düsseldorf auch direkt von Flugzeugen begleitet. Das ist echt immer cool hier. Jetzt geht's hier durch die Automassen Richtung Merkur-Spielarena. Heute auch besonders dick eingepackt. Wer es vielleicht gesehen hat, auf Schalke Inside war ich in manchen Videos ein bisschen angekratzt, was meine Stimme unter anderem anging. Deswegen auch die letzten Tage geschont, nur damit ich heute fit genug bin für diesen Stadionbesuch. Denn für Schalke ist man natürlich sehr, sehr gerne unterwegs. Ist ja auch aus Gelsenkirchen gesehen das nächste Auswärtsspiel der Saison. Für mich ist das ja persönlich Paderborn, aber auch Düsseldorf von mir aus nicht wirklich weit weg. Deswegen umso schöner, dass wir heute hier sind, dass wir Tickets bekommen haben zum Topspiel der Woche in der zweiten Liga. In die Merkur-Spielarena passen ja ca. 50.000 Leute und heute ist die ganze Hütte ausverkauft. Unter anderem auch wegen Schalke. Ca. 15.000 Schalker werden erwartet. Ich war ja letzte Saison hier bei Düsseldorf gegen HSV. Auch die haben das hinbekommen. Das war eine tolle Atmosphäre. Und auch Schalke liefert heute ab mit unzähligen, mit tausenden Auswärtsfans. Geil! Hier ist auch viel Polizei am Start, denn hier kommen gerade zahlreiche Busse an. Sonderbusse mit sehr vielen Schalkern vor allem auch. Denn hier ist auch die Ecke vom Auswärtsblock, vom Auswärtseingang. Boah, hier ist jedes Mal so ein Theater. Links ist der offizielle Gästeeingang. Wir müssen nochmal rechts entlang und dadurch staut sich das immer extrem hier, weil alle Tickets logischerweise kontrolliert werden müssen. Und jetzt geht's hier entlang der Sportanlagen zu unserem Eingang. Hier waren dann noch so Basketballplätze und direkt da dran Fußballplätze. Ich denke mal Trainingsplätze von der Fortuna und für die Jugendmannschaften. Übrigens, genau vor 6 Jahren haben wir ja beim BVB dieses legendäre Derby gehabt, wo wir 0:4 zur Pause zurückgelegen haben und dann am Ende noch 4:4 gespielt haben. Naldo nach der Ecke in der Nachspielzeit. Ich glaube, da erinnert sich jeder Schalker extrem gerne dran zurück. Ja, schon traurig, was innerhalb dieser 6 Jahre komplett schiefgelaufen ist. Aber das war ein geiles Derby. Und jetzt sind wir in der Realität zweite Bundesliga angekommen und diese Realität lautet aktuell ganz klar Abstiegskampf. Also wer auch immer gedacht hat nach den Siegen gegen Hannover und Nürnberg, ja jetzt wird das schon wieder was, jetzt kommen wir wieder oben dran. Nö, gegen Elversberg hat glaube ich jeder noch einmal gesehen, es geht erstmal nur darum, da unten komplett rauszukommen. Und jetzt geht es gegen die Fortuna, die zwar auch zuletzt gegen Wiesbaden verloren hat und gegen Fürth, aber trotzdem eine unglaublich starke Mannschaft, eine tolle Offensive. Und ich glaube, die können uns schon richtig wehtun. Defensiv allerdings haben die ein paar Ausfälle, ist vielleicht eine Chance für uns. Wobei auch wir uns dann wiederum offensiv noch ordentlich stärken müssten. Und hier von rechts kommen nun auch die ersten zahlreichen Düsseldorfer, bislang nur blau-weiße gesehen. Und ab hier mischt sich die ganze Geschichte nun. Und da sind wir am Stadion Eingang angekommen. Und hier in Eingang Nordwest müssen wir nun rein. Mal gucken, wie lange das dauert. Stadion wurde heute extra schon eine halbe Stunde früher geöffnet als sonst um 18 Uhr. Wir haben jetzt gerade 20 nach 7, glaube ich. Ist schon viel los hier. Wir kommen der ganzen Geschichte näher.
Wir sind drin. Hat ein paar Minuten gedauert, ging dann doch schneller als gedacht. Boah, also solche Menschenmassen auf einem Fleck. Nicht so mein Ding. Aber wir sind drin, eine Stunde vor Anpfiff und das wird cool. Mein Tipp gebe ich jetzt schon mal kurz ab. 2-2, aber irgendwie kein allzu gutes Gefühl heute, weil Düsseldorf meiner Meinung nach echt eine super Mannschaft hat, vor allem eben in der Offensive, und unsere Defensive macht mir halt Sorgen. Ansonsten sitzen wir heute in der Nähe von Schalkes Trainerbank. Also es ist ja so, dass hier in Düsseldorf, es gab einen freien Verkauf, da gab es dann auch einige 100 bis 1000 Karten zu kriegen, für vor allen Dingen auch viele Schalke-Fans, die ja zugeschlagen haben. Und ich habe dann nochmal per Zufall kurzfristig 2 Karten bekommen für einen Block in der Nähe von unserer Trainerbank. Sprich, heute mal auch eine andere Filmperspektive bei Auswärtsspielen. Meistens war ich ja direkt in dem Auswärtsblock. Heute gucken wir perfekt drauf. Und ich glaube, dadurch können es richtig coole Aufnahmen geben von der Stimmung, von unseren Fans. Plus eben auch Nahaufnahmen von unserer Trainerbank. Deswegen jetzt schnell rein. Ich freue mich. Generell bin ich auf jeden Fall gerne hier in Düsseldorf, war in der vergangenen Saison, ich glaube, zweimal hier, jetzt auch zum zweiten Mal in der aktuellen Spielzeit. Macht Spaß hier. Schönes Stadion, schöne Atmosphäre, gute Fans und heute mal komplett als Gast hier zum ersten Mal als Schalker hier. Jetzt müssen wir hier rein, Block 5 bis 8, wir sind im Block 7. Jetzt kaufen wir uns hier erstmal was zu trinken. Hunger habe ich noch gar nicht heute, also erstmal nur trinken. Aufstellung gerade auch rausgekommen, können wir heute kurz machen. Ist genau die gleiche wie zuletzt. Genau die gleiche wie gegen Elversberg, wie gegen Nürnberg. Ich glaube gegen Hannover sogar auch. Oder zumindest wie gegen Nürnberg und Elversberg. Ja, ja. Ein, zwei Änderungen, vielleicht vor allem auch im Sturm, wäre ganz gut gewesen. Ach ja, wir schauen mal. Man eben 2 Getränke geholt. Es war kaum eine Schlange da und trotzdem stand man hier erstmal 3 Minuten an. Also Düsseldorf ist Catering-mäßig echt komisch. Und jetzt gehen wir. Und da sind wir. Geil. Da sind wir. In Reihe 5. Und genau da ist der Auswärtsblock. Also heute mal eine andere Perspektive. Aber wie gesagt, zum Filmen meiner Meinung nach eine richtig geile Perspektive. Da sieht man nochmal, wie viele Schalker dann tatsächlich hier sein werden. Wow. Und Trainerbank-mäßig ist die eben da. Also gut, sitzen jetzt nicht genau dahinter. Aber zumindest in der Nähe. Torhüter sind schon da. Ralle heute wieder im Tor. Ah gut, dann haben wir doch eine Änderung in der Startelf, stimmt. Fährmann für Ekeren wieder, der letzte Woche oder letzten Spieltag eingesprungen ist. Michi Langer als halber Torwarttrainer und dritter Keeper heute auch zumindest hier mit dabei. Geil. Boah. Da hinten dann die Düsseldorfer Fankurve. Meiner Meinung nach stimmungsmäßig eine starke Fankurve. Bin mal sehr gespannt, was da heute so rüberkommen wird. Also ich freue mich, auch wenn es ein schwieriges sportliches Auswärtsspiel wird. Sky ist natürlich auch am Start, dort mit Thorsten Matuschka. Und Ralle wird ein bisschen warm gemacht, hoffentlich diesmal ohne Verletzung. Karel Gerrards auf dem Weg zu Sky. Und da kommt unsere Mannschaft. Und hier direkt vor unseren Augen Simon Terodde, unser Aufstiegsknipser. Heute leider nur auf der Bank, aber vielleicht einmal mit dem Joker-Tor heute. Jetzt sehen wir mal kurz draußen am Bratwurststand. Der letzte Mal, als ich hier war, hatte ich drinnen eine Bratwurst mir geholt. Da haben viele von euch auch geschrieben aus Düsseldorf. Nee, geh lieber nach draußen, da schmeckt es besser. Machen wir jetzt mal. Dann haben wir jetzt mal eine Bratwurst vom Grill hier draußen für 3,90 Euro. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Brötchen wirkt ein bisschen trocken. Probieren wir die ganze Geschichte mal. Ja. Die Wurst ist auch immer besser als drin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt gehen wir aber wieder rein, denn in gut 20 Minuten geht's los. Wieder auf den Platz angekommen. Aufwärmen läuft noch. Und dann geht's wohl gleich auch eine richtig schöne blau-weiße Choreografie.
Auswärtsspiele immer wieder was Besonderes. Auch hier im Block sitzen schon sehr viele Schalker. Hier oben, ringsherum in den Auswärtsblock natürlich auch. Das wird stimmungsmäßig richtig, richtig gut. Richtig gut. Unterstützung ist da, tausendfach. Attacke, come on. Viele Schalker hier. Einfach schlecht. Er kommt frei zum Kopfball und darf frei flanken. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Unglaublich. Unglaublich. Ja, Hand war dran, aber sehr kurze Distanz. Es geht so einfach, es geht so einfach. Gute Plätze, um Düsseldorfs linke Seite zu beobachten. Und wir machen gar nichts, gar nichts. Wechsel liegt und ist raus. Und er gibt direkt einen Dreifachwechsel mit Seguin, Idrissi und Mohr. Also Drexler raus, das war klar. Tempelmann raus, ui. Und der andere ist wahrscheinlich Ovea. Natürlich wird die Höchstra
Tafel. Dann halt schon ausgewechselt zu werden. Aber naja. Du könntest jeden auswechseln, jeden Einzelnen. Aber man kann leider nicht einfach wechseln. Wir haben auch keine Elf-Ersatzspieler. Es könnten alle raus. Es könnten alle raus. Florian will in die Katakomben gehen und Gerald zählt ihn auf. Uiuiui. Aber immer, immer Emotionen. Ist ja sonst hier nicht auf Platz. Mann! Und jetzt geht Volta hinterher, weil Florian doch gegangen ist. Eieieiei. Jetzt geht der Team in den Jorno hinterher. Ja, viel spannender als das Fußballspiel hier. Jetzt haben wir auch eher eine Viererkette mit Mörkin links, Matriciani rechts. Lassen wir rechts außen, Mohr links außen. Sieht zumindest erstmal so aus. Du hast heute nicht viel getrunken, aber. Ja, es kann doch besser werden. Guck mal, der ist schon. Auch wenn es abseits war, der steht da komplett frei, unbedrängt im Strafraum. Hallo. Es gibt viele Wippe hier. Zu Recht. Die Ultras haben gerade ihre Banner eingepackt. Das ist ein deutliches Signal. Auch Nordkurve Gelsenkirchen da oben wird gerade eingerollt. Das Nord ist schon weg. Das ist ein ganz klares Signal zur Pause. Ich kann und will zur Pause gar nicht viel sagen. Das ist an Erbärmlichkeit nicht zu überbieten. Das ist noch schlechter als davor die Woche, wo es schon schlecht war. Chancenlos, peinlich, katastrophal. Da muss ganz viel passieren. Übrigens, einige Stehplätze sind frei. Sehr, sehr viele Stehplätze sind frei. Es wurde auf Twitter schon von Andy Ernst von der Watz gefragt, ob die Ultras wohl gegangen sind. Es sieht danach aus. Ich kann es nicht bestätigen, aber es sieht danach aus. Ohne es behaupten zu wollen, aber es sieht stark danach aus. Keine Fahrt mehr, Banner wurden von eingerollt und zig leere Plätze. Ob das eine gute, passende Reaktion ist, können andere beurteilen. Muss ich nicht, tue ich nicht, werde ich nicht. Ja. Zweite Hälfte läuft. Ich will gar nicht sagen, es kann nur besser werden, weil es kann auch noch schlimmer werden. Wir gucken mal. Eigentlich wollte ich ja genau von hier die gute Schalke-Stimmung filmen. Davon wird es wohl in Halbzeit 2 keine mehr geben. Gut, es gibt auch keinen Grund dazu, irgendwie Stimmung zu machen. Bei der Leistung. Ja. Aber, ja, 2 zu 2.
er keinem erzählen. Was geht denn hier auf einmal? Innerhalb von 2 Minuten? Wir haben 3-4. Ja, drittes Tor, 3-4. Ich bleibe weiter rum. Dafür lass mich. Oh, Junge! Alter, was ist denn hier los? 3 Minuten noch. Regulär. Nachspielzeit. Geht da noch was? Wofür? Ich weiß es nicht. Ja, Kaminski, hast gepennt. Junge, faul ihn doch! Was soll das denn? Junge, Seguin, du bist so dumm! Feierabend in Düsseldorf und wir verlieren mit 3-5. Also die zweite Hälfte, die war spektakulär, die war dann sogar nochmal spannend, was ich zur Pause auf jeden Fall nicht erwartet habe. Und trotzdem bleibt für mich unterm Strich eine erbärmliche Leistung stehen. Also wer jetzt aufgrund dieser zweiten Hälfte oder aufgrund diesen Minuten rund um das 3-4, was natürlich engagementmäßig gut war, wo wir ein paar Torchancen hatten, das ganze Spiel jetzt gut redet, der ist für mich komplett auf dem falschen Weg. Wir sind im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga und kommen da nicht raus. Es ist eine unfassbar prekäre Situation. Es gab die krasse Reaktion der Ultras, die zur Pause gegangen sind. Ob man das jetzt gut heißt oder nicht, ist jedem von euch selber überlassen. Ich finde sowas immer schwierig. Klar, jetzt sagen natürlich viele, die Schalker singt doch immer, ob ganz oben, ob ganz unten, wir Fans sind da und sowas. Ja, wenn das jetzt von außen kritisiert wird, kann ich das durchaus verstehen. Am Ende muss aber jetzt wirklich mal etwas passieren. Ob das dann heißt, dass 3, 4, 5, 6 Spieler komplett ausgetauscht werden mit vielleicht Leuten aus der Knappenschmiede oder dass man im Winter natürlich dann komplett aufräumt. Aber wenn man genauso weitermacht, kommt man da unten nicht raus. Noch einmal, ja, die Reaktion in Halbzeit 2, die war durchaus da. Die kam dann irgendwann mit diesem ersten Tor für uns. Aber ansonsten war das ein erbärmliches Auswärtsspiel. Also 15.000 Schalker oder selbst wenn es dann doch nur 10.000 Schalker waren, kommen hier hin und sehen so eine erste Hälfte. Also wenn das ein Spieler für Schalke 04 zu spielen nicht motiviert, dann ist er hier einfach falsch. Und für mich dieses Ganze mit Kämpfen, Malochen, lasst uns doch mal wieder guten Fußball spielen. Auch dann kannst du da unten rauskommen. Und deswegen war das für mich ein desolater Auftritt. Natürlich war es spektakulär in der zweiten Hälfte.
Für mich unterm Strich aber, und das habe ich heute schon einige Male in den Mund genommen, das Wort, einfach erbärmlich. Erbärmlich, wie sie die Truppe ihr gegeben hat. Natürlich ärgerst du dich am Ende dann, dass du nicht das 4-4 geschossen hast, sondern das 5-3 kassierst, was auch so dilettantisch war. Klopp ihn noch einfach um, taktisches Foul, gelbe Karte. Ich weiß nicht, wer es war, vielleicht dann gelb-rote, wäre auch noch scheißegal gewesen. Aber so kannst du halt nicht noch ein fünftes Gegentor kassieren. Sei es drum, die ersten drei, die waren das viel größere Problem. Und somit fahren wir mit leeren Händen nach Hause. Wir fahren verdient mit leeren Händen nach Hause. Es war desolat. Es war nicht zweitligareif. Und noch einmal, du steigst so ab. Also wer das jetzt immer noch nicht verstanden hat, der ist auf dem falschen Weg. Wir sind im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga. Und nächste Woche geht es oder kommt das Abstiegskrimi auf uns zu. Wir empfangen den VfL Osnabrück. Ich weiß gar nicht, ob die 17. oder 18. sind. Ich glaube 18. oder 17. Egal, haben jetzt auch einen Trainer gewechselt. Also auch das wird ein Brocken. Also auch das wird emotional gesehen ein ganz, ganz schwieriges Duell. Und es darf keine Ausreden mehr geben. Und wenn ich jetzt von irgendeinem Spieler oder auch von einem Trainer höre nach dem Spiel, ja, die paar Minuten, die waren ja gut, darauf können wir aufbauen. Nee, können wir nicht. Die ganze erste Hälfte war für eine Tonne, war für einen Müll und darauf kannst du nicht aufbauen, auch wenn du vielleicht in Halbzeit zwei ein paar gute Minuten hattest. Geht nicht, du musst was verändern und das grundlegend. Eure Meinung zum Spiel und gerne auch zum Vlog könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder mit Schalke gegen Osnabrück. In dem Sinne, macht es gut, ciao und bleibt am Ball.